Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das klassische Barco-Messer. Die Seriennummer ist 2 und dann 3 mal die 4. Man sieht hier das Barco-Emblem Stainless Steel Made in Sweden. Das Messer sieht dem Mora Companion sehr ähnlich. Es ist nicht wirklich ein Klon. Es gibt ein paar Sachen, die anders sind, weswegen ich das Messer auch bevorzuge. Entschuldigung, wenn ihr ein bisschen Windgeräusche hört. Hier ist relativ viel Wind. Einmal ist die Klingendicke. Die ist etwas dünner. Es hat eine sehr dünne Klinge und man kann die Klinge auch leicht verbiegen. Das ist ein Unterschied. Ein zweiter Unterschied ist, dass hier im Griff so eine kleine Struktur ist, was beim Mora Companion nicht ist. Und dieses Messer ist auch ein bisschen billiger, meistens. Es kostet meistens so zwischen 8 und 10 Euro, das Mora Companion eher so 16 Euro. Insgesamt habe ich das Messer jetzt 3 Jahre. Ich habe einmal das verloren, dann habe ich es neu gekauft, also es ist schon das zweite. Und ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich habe das jetzt 2,5 Jahre als EDC getragen und wirklich jeden Tag dabei gehabt. Und ich muss sagen, ich finde es sehr gut. Ich habe es dann nach 2,5 Jahren ersetzt durch das Mora Garberg und dann jetzt nur noch dabei, wenn ich Fahrrad fahre, da das Messer wirklich sehr leicht ist. Das mit Scheide zusammen wiegt das unter 100 Gramm und das ist wirklich ein Vorteil. Das Messer merkt man wirklich nicht, wenn man es dabei hat. Die Klinge ist ungefähr 10 cm lang, der Griff nochmal 12. Dann haben wir hier einen Scandi-Anschliff. Das sieht jetzt nicht mehr ganz so aus, wie es mal war, weil ich es natürlich sehr oft geschärft habe, weil ich das wirklich sehr oft benutzt habe. Der Griff ist sehr griffig mit dieser Struktur drauf, aber man bekommt keine Hotspots. Das Messer liegt sehr gut in der Hand. Das hat hier so einen schönen Schwung drin. Oben auch. Hier hat man noch so eine kleine Daumenrampe, aber ich lege den Daumen meistens darauf. Aber das ist leider ein bisschen doof, wenn die Klinge so dünn ist, wenn man lange arbeitet. Mir passt das Messer relativ gut in die Hand. Es ist noch ein bisschen klein. Da finde ich das Garberg zum Beispiel besser. Das ist hier schön in der Hand drin. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Bei großen Händen ist das Messer ein bisschen klein. Ich habe jetzt hier auch immer hinten das letzte Stück von der Hand, was rüber steht. Aber das ist nicht so schlimm. Das geht alles. Insgesamt ist das Messer relativ leicht nachzuschärfen, weil der Stahl nicht so gut ist. Ich denke mal, das könnte ein 12C27 sein, 440C, ungefähr sowas um den Dreh, D2, also es ist nicht der beste Stahl, aber er ist sehr leicht nachzuschärfen. Und das war es erstmal mit den technischen Daten. Nun möchte ich euch mal zeigen, wie man hiermit schnitzen kann, mal als Beispiel. Mal ein bisschen ein paar Feathers machen. Leider ist es hier sehr nass. Ich wollte unbedingt heute noch ein Video raushauen. Deswegen fallen hier auch alle runter. Das ist natürlich immer doof. Dann versuche ich noch mal ein paar feine. Das geht wirklich sehr gut. Mit dem Messer kann man sehr schön kontrolliert arbeiten. Und es ist wirklich ein sehr guter täglicher Begleiter. Für mich sind so 10 cm, ich trenne den Stock mal ab, so dass, da sieht man in einem Schnitt hier durch. Und das ist kein morsches Holz. Also das Messer ist ein sehr guter täglicher Begleiter. Er erfüllt so ziemlich alle Aufgaben. Auch gut zum Schneiden von Essen geeignet, weil die Klinge ja so dünn ist. Das Einzige, was man nicht so gut kann, ist hacken. Das zeige ich mal. Hat hier hinten zwar das Stück, wo man hinten gut reingreifen kann. Aber, wie man hier sieht, aufgrund des geringen Gewichts hackt das Messer nicht so gut. Das ist bei anderen Messern besser.
Also insgesamt muss ich sagen, das Messer ist ein sehr gutes EDC-Messer. Vor allem für den Preis. Und ich persönlich würde sagen, wenn man sagen würde, was ist das beste Messer der Welt, würde ich eindeutig dieses Messer hier nehmen. Denn es ist sehr günstig, es kann sich wirklich jeder leisten. Es ist ein super Einsteigermesser. Wenn man es verliert, ist es kein Problem. So über mir, dann kann man sich einfach ein neues kaufen. Und das Messer erledigt wirklich alle Aufgaben im normalen EDC-Bereich ganz gut. Das ist natürlich nicht das Beste, das ist klar. Es gibt viel bessere Messer, die aber auch alle mehr kosten. Das heißt, wenn man nicht so viel Geld hat, dann ist das Messer hier schon wirklich gut. Oder wenn man seine Messer oft verliert. Außerdem kann man sich hiervon auch mehrere holen und dann eins in jeden Rucksack legen, ins Auto, irgendwo in eine Schublade und dann hat man immer eins, falls man mal eins braucht. Außerdem wird das Messer auch sehr gerne benutzt als Jagdmesser. Ich kenne sehr viele Jäger, die das Messer mit sich führen. Und ich habe mit denen oft darüber gesprochen, was für Messer die gut finden. Und die meisten haben mir gesagt, dass sie auch bessere Messer haben und sie am Ende aber trotzdem meistens das dabei haben, auch wenn das natürlich manchmal nachgeschärft werden muss, wenn man jetzt groß was aufbricht, aber dann nimmt man meistens ein anderes Messer, so also zum täglichen dabei haben im Wald. Meistens bricht man im Wald eh nichts auf, ist das Messer wirklich sehr gut. Weil es einfach leicht ist, einfach zu führen. Und ich kenne zum Beispiel einen Jäger, der hat mir erzählt, er war mal an einer Unfallstelle, wo ein Reh angefahren wurde, ist da vorbeigekommen in seinem Jagdrevier und dann musste er das Reh abfangen. Und er hatte natürlich, wie immer, nur dieses Messer dabei. Und das hat natürlich auch geklappt. Also das Messer ist wirklich für sehr viele Aufgaben geeignet. Das Abfangen ist das zwar schon ein bisschen klein, aber für ein Reh reicht's. Beim Wildschwein würde ich da jetzt nicht mit rangehen. Und da muss man auch sagen, jagdlich kann es fast alles, was man so im täglichen Jägeralltag braucht. Und deswegen ist es für mich ein sehr gutes Messer. Außerdem, was auch noch ein guter Punkt ist, das Messer ist auch sehr gut geeignet für zum Beispiel Kinder oder andere Leute zum Verschenken. Denn das Messer, wenn man das verliert, tut das keinem weh. Und das kann auch jeder sehr gut handeln. Zum Beispiel, wenn man jetzt kleine Hände hat, ich habe jetzt relativ große, aber wenn man kleine Hände hat, ist das Griffvolumen immer noch klein genug. Wenn man große Hände hat, geht es auch noch. Das heißt, der Griff ist relativ universal. Und meiner Meinung nach ist die 10 cm Klingenlänge ziemlich gut. Natürlich ist jetzt so unter 12, zwischen 10 und 12, ist für mich der optimale Bereich. Weil man immer noch genug haben muss, um damit arbeiten zu können. Und jetzt mal ein bisschen Speed schnitzen hier, so dass ihr nur die Stoppen vorbeifliegen seht. Man braucht immer noch genug Klinge, um damit vernünftig arbeiten zu können, aber das Gewicht muss halt auch passen. Und das erfüllt dieses Messer. Ich habe hiermit auch schon mal stundenlang gearbeitet und Löffel geschnitzt und solche Sachen. Und auch das geht hiermit. Man kann hiermit auch ordentlich was abtragen, wenn man will. Also, es ist sehr gut. Nur das Garbeck ist natürlich noch mal ein Stückchen besser. Hat aber auch das zusätzliche Gewicht, muss ich dazu sagen. Dann möchte ich noch mal auf die Scheide eingehen. Die Scheide ist auch sehr gut. Das ist ein Hauptgrund für das Messer. Aufkleber habe ich dran gelassen, aber den kann man nicht mehr ganz so gut lesen. Das Messer ist halt, dieses hier ist schon, ich glaube, 2 Jahre bei mir, weil ich habe das ja einmal gewechselt, weil mir das eine verloren gegangen ist.
Messer ist mir auch schon mal schon sehr oft verloren gegangen. Also ich würde mal sagen, mindestens 20 Mal. Aber dadurch, wenn das Messer hier so in der Scheide ist, sieht man das Messer immer wieder. Die Scheide ist orange und es gibt aber auch ein Grün, das Messer mit der Scheide, alles in Grün. Kann ich aber nicht empfehlen vom Wegfallen her. Es hat hier so einen schönen Clip. Und dieser Clip ist wirklich sehr gut, weil man das Messer damit in die Tasche klippen kann. Ich trage meine Messer sehr gerne sehr niedrig. Ich habe zurzeit die Arbeitshosen von Lidl und die haben so eine Messertasche. Und da habe ich das Messer noch tiefer. Und das trägt sich wirklich sehr gut hier mit. Und hier hinten sieht man auch noch, hier ist so eine Halterung drin, damit man das an der Wand befestigen kann, an der Schraube. Und das Messer kann man wirklich überall mal eben reinwerfen. Und das Einzige, was ich so ein bisschen zu bemängeln habe, ist der Halt. Also wenn man es jetzt so hält, die Scheide ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen ausgeleiert. Wenn es jetzt so hält, dann passiert nichts. Aber wenn ich jetzt es drauf anlege, dann fällt das Messer natürlich raus. Das Messer hat aber auch noch, das ist natürlich immer ein Kritikpunkt, ein Kunststoffgriff. Dieser Kunststoffgriff ist, wie schon gesagt, sehr ergonomisch. Man hat einen sehr guten Grip, auch wenn man zum Beispiel beim Tiere aufbrechen oder abschwarten blutige Hände hat, alles super. Auch hier vorne, hier kommt nichts in den Griff rein, der Griff löst sich nicht ab, alles wirklich sehr gut. Der Griff ist hier vorne und hinten, fühlt er sich an wie normales Plastik, in der Mitte ist so gummiartig. Das ist sehr gut, allerdings mögen das manche Leute auch nicht. Ich mag natürlich auch lieber Holzgriffe. Die sind leider nicht ganz so griffig wie dieser Griff. Und das ist immer so ein Kritikpunkt, dass der Griff so hässlich aussieht. Allerdings ist dieser Griff halt sehr billig in der Produktion und das macht das Messer auch zum günstigen Messer. Hier nochmal der Querschnitt von hinten. Und der ist wirklich sehr gut. Man sieht so ein schöner Ballen mittendrin und das fühlt sich echt gut an in der Hand. Ich würde sagen, das war es auch schon wieder vom Mora Companion / Baco 2444, obwohl ich das Baco ja favorisiere. Und dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!